Liebe Filmfans in Braunschweig, liebe Filmfans in ganz Deutschland und darüber hinaus, auch in diesem Jahr findet das Braunschweig International Film Festival wieder statt, trotz Corona oder gerade wegen Corona. Kino ist zwar eine soziale Veranstaltung und lebt davon, dass man sich gemeinsam in dem dunklen Saal vor der Leinwand versammelt, aber in diesem Jahr geht es nicht anders und ich finde es toll, dass das Team auch in diesem Jahr ein hochattraktives Programm an neuen Filmen aller Genres und Sparten zusammengestellt hat und über eine Streaming-Plattform online zur Verfügung stellen kann. Das bietet natürlich vielen die Chance, auch ohne Anreise und ohne Probleme vielleicht während des Arbeitstages sich zu beliebiger Zeit in dieser Festivalwoche die Filme anzuschauen. Einen Film möchte ich ganz besonders empfehlen. Das ist der Film Jagdzeit von Sabine Boss, ein neuer Schweizer Film. Sabine Boss ist eine bekannte Schweizer Regisseurin, die schon fast jeden Schweizer Filmpreis mehrfach abgeräumt hat. Mit Jagdzeit zeigt sie ein intensives kleines Schauspielerstück mit Ulrich Tukur und Stefan Kurt in der Hauptrolle. Er spielt, und das sehen wir vielleicht in dem Bild hinter mir so als kleine Anspielung, er spielt in der Automobilindustrie, im Wandel der Automobilindustrie und überhöht diese Geschichte im Zusammenspiel dieser beiden Manager, ein Finanzchef eines Schweizer Autozulieferers und ein deutscher Unternehmenssanierer, gespielt von Ulrich Tukur, überhöht diese Geschichte ins Metaphysische. Da geht es um die Menschlichkeit in der Wirtschaft, da geht es um Machtkampf in der Industrie und da geht es auch um Kampf der Alten gegen die neue Welt. Und am Schluss, wie es in einem Drama halt dann so ist, wird es sehr emotional und es gibt dann auch Tote. Ein interessanter Film, der einfach aufgrund seiner schauspielerischen Qualität einem dieses Thema schon sehr nahe bringt. Ich wünsche viel Spaß, viel Vergnügen und auch bei anderen Filmen viele, viele tolle Eindrücke. Und wir hoffen alle auf 2021, auf das 35., das hoffentlich wieder live im Kino stattfindet.